Am 25. August war es wieder soweit. Zum 14. Mal hieß es: Lesen in der Natur. In diesem Jahr haben 5 Gärten an den Lesegärten teilgenommen. Darunter das Stadtarchiv in Wismar. Dort hat der Autor Dr. Michael Herms sein Buch An der Koggenohr – Wismarer Lebensgeschichten aus 7 Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vorgestellt. Danach blieb Zeit für Widmungen und persönliche Gespräche. Stadtarchivar Dr. Nils Jörn zeigt sich zufrieden. Wir waren sehr überrascht, sehr positiv überrascht über die sehr, sehr gute Resonanz. Über 100 Leute gleich beim ersten Mal und so geht es jetzt weiter und ja, wunderbar, schön. Das Angebot wird von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen. Für das kommende Jahr wünscht sich der Stadtarchivar mehr Lesegärten, die mitmachen. Die Zuschauerzahlen stimmen aber schon mal.